Die grüne Justizministerin Alma Sadic wird heute im sogenannten Ibiza-U-Ausschuss befragt. Diese und weitere Nachrichten des Tages jetzt in unserem News-Update. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet heute in seine letzte reguläre Woche. Einzige Auskunftsperson wird am ersten Tag Justizministerin Alma Sadic sein. Sie soll unter anderem zu Streitigkeiten unter Ermittlern in der Ibiza-Affäre befragt werden. Morgen wird Bundeskanzler Sebastian Kurz ein weiteres Mal befragt. Ganz Schluss ist dann nicht. Am 15. Juli ist noch einmal ein Ersatztag geplant. Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Portugal könnten dazu führen, dass Österreich das Land als Virusvariantengebiet einstuft. In Deutschland ist das bereits der Fall, obwohl die epidemiologischen Kennzahlen in Portugal für sich genommen aktuell nicht besorgniserregend seien, könne ein steigender Trend beobachtet werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die Entwicklung in Portugal bleibe daher unter genauer Beobachtung. Der Mord an einem 13-jährigen Mädchen in Wien hat eine heftige politische Debatte über Asylwerber ausgelöst. Tatverdächtig sind zwei junge Afghanen. Sie sollen die 13-Jährige in Wien-Donaustadt unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und getötet haben. Die ÖVP hat ein härteres Vorgehen gegen kriminelle Asylwerber angekündigt. Mit ihm werde es definitiv keinen Abschiebestopp nach Afghanistan und keine Aufweichung der Asylgesetze geben, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nach einer 2:0-Niederlage gegen England ist Deutschland bei der Fußball-EM ausgeschieden. Es ist Englands erster Sieg in einem K.O.-Spiel eines großen Turniers gegen den Rivalen Deutschland seit 55 Jahren. Das gestrige Spiel war auch das letzte Spiel für den deutschen Bundestrainer Joachim Löw, der nach 15 Jahren den Hut nimmt. Die Suche nach dem künftigen ORF-Generaldirektor oder der künftigen ORF-Generaldirektorin hat offiziell gestartet. Die Bewerbungsfrist endet mit 28. Juli. Am 10. August soll es ein Hearing geben. Im Anschluss wählt der Stiftungsrat den nächsten ORF-Chef oder die nächste ORF-Chefin. Der amtierende Generaldirektor Alexander Wrawetz ist bisher der Einzige, der eine Kandidatur angekündigt hat.